Arschloch! Wenn ja wenig Flaschen runtergefallen. Sag ja, es tut mir leid. Ist jemand hinter dir her? Wollte nur Bescheid geben, dass gleich der Bundeskanzler spricht. Du wolltest was? Bescheid sagen, dass der Bundes... Du reißt dir fast die Tür aus den Angeln, bloß um mir mitzuteilen, dass dein Bundeskanzler mal wieder im Fernsehen Propaganda macht? Dass der quasseln kann, wie so. Sollte er mal was tun, dann kannst du kommen und mir Bescheid geben. Dachte, du wolltest dir das anhören. Warum soll ich mir auf einmal ein- oder anhören wollen? Spinnst du? Ich dachte, du hörst den Neujahrsansprachen grundsätzlich an. Ich? Hat deine Frau mir eben gesagt. Else? Else! So. Hast du behauptet, dass ich mir Neujahrsansprache anhöre? Wie? Hast du nach den Kartoffeln geguckt? Du hast mir da eben gesagt, ich soll ihm Bescheid sagen, dass gleich der Bundeskanzler spricht. Natürlich. Dann warum? Hast du dir das nicht immer angesehen? Ja, früher allerdings. Woher soll ich wissen, dass du das auf einmal nicht mehr willst? Du brauchst ja auch nicht. Ja, das wäre noch schöner, wenn man dazu gezwungen wird. Gemeinschaftsempfang vielleicht. Und der Blockwart hakt ab, ob alle da sind, wie in der Ostzone. Reg dich doch nicht auf. Voriges Jahr hast du es dir ja noch angesehen. Voriges Jahr? Na ja, denn vor 2 oder 3 Jahren. Da besteht ja wohl ein kleiner Unterschied, ob ich mir die Ansprache vom richtigen gelernten Staatsmann ansehe, wie das früher der Fall war, oder ob ich mir von diesem Laienprediger was vorschwindeln lasse, den die sich jetzt als Bundeskanzler halten. Dass die sich abwechseln beim Regieren, weiß ich selbst. Du kannst ja nicht verlangen, dass da immer derselbe in der Regierung ist, solange du lebst. Tu ich auch noch. Ich habe mir nur erlaubt, hinzuweisen, dass es so eine und solche gibt. Dass es was anderes ist, ob sich der Bundeskanzler nun Willy Brandt nennt oder vielleicht Kiesinger heißt. Also Kiesinger als Bundeskanzler, das wäre doch wirklich mal was. Der macht einen sehr tüchtigen Eindruck. Ja, man machte, als er Bundeskanzler war. Kiesinger, Bundeskanzler? Hier bei uns? Ja, willst du das bestreiten? Nein, nein, du kennst dich da ja besser aus. Aber merkwürdig ist es schon, findest du nicht? Ich finde ganz andere Leute merkwürdig, die sich da im Palais Schaumburg breit machen. Der ist ja auch sehr sympathisch. Aber dass die Deutschen einen als Bundeskanzler ranlassen, der Jude ist, also ich weiß nicht. Kiesinger Jude? Seit wann das denn? Schon immer. Du hast ja nicht alle auf dem Senkel. Der Kiesinger hat schon bei den Nazis Karriere gemacht. Bei den Nazis? Als Jude? Im. Was meinst du, was die mit dem gemacht hätten, wenn der Jude gewesen wäre? Der war nämlich genau das Gegenteil. Gib ja zu, dass er was Strammes an sich hat. Und wenn er redet, dann merkt man auch, dass er durchgreifen kann. Aber eben geworden wäre er nichts. Bei der Nase, die der hat. Letztes Mal Kiesinger war kein Jude und ist kein Jude. Mit dem Durchgreifen war das bei ihm übrigens auch nicht so doll. Du drehst dir immer alles zurecht, wie es dir gerade in den Kram passt. Dabei warst du der Erste, der sich darüber aufgeregt hat, dass ihn die Amerikaner als Außenminister angestellt haben. Hast du nicht gesagt, das wäre ungerecht den Arabern gegenüber, dass sie die Amerikaner jetzt einen jüdischen Außenminister haben? Du verwechselst da zwei Leute. Er sprach von Kiesinger und du meinst Kissinger. Kissinger mit SS und Kiesinger mit IE. Das ist ganz jemand anderes. Kiesinger war vor Willy Brandt Bundeskanzler. In Bonn? Ja, allerdings.
Ich dachte, das war Adenauer. Der ist dann gestorben. Und dann kam Willy Brandt. Quatsch, nach Adenauer kam Erhard und nach Erhard kam Kiesinger. Wann sind die denn gestorben? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, die leben ja auch noch. Die leben noch? Kann mir mal jemand sagen, wofür wir so viele Bundeskanzler brauchen? Was das alles für Geld kostet? Eine Schande. Ach Gott, ja, die Kartoffeln. Was denn das? Das ist mein Topf. Was machst du denn da? Elefantenknödel. Ist das etwa schon die Bowle? Nee. Das riecht aber nach Bowle. Aber es ist kein, es ist Punsch. Das ist ja nun wohl dasselbe. Ja, wenn es dasselbe wäre, würde man dazu ja wohl nicht Punsch sagen, sondern Bowle. Und zu einer Bowle Punsch. Und warum kochst du das? Ich koche es nicht, ich mache es heiß. Ein Punsch muss heiß sein, eine Bowle kalt. Sag bloß, es gibt keinen kalten Punsch. Es gibt keinen kalten Punsch. Wirklich nicht? Mach du deine Kartoffeln, ich mach meinen Punsch, aber halt jetzt die Klappe. Vielleicht gibt es doch kalten Punsch. Ich meine, wenn der Punsch mal kalt wird, oder wird er dann automatisch Bowle? Terror? Wird ja mal fragen dürfen. Also dieser Punsch wird jedenfalls nicht kalt. Der wird höchstens alle, wenn dein Schwiegervater weiter so säuft wie bisher. Ich saufe nicht, ich schmecke ab. Was machen deine Kartoffeln? Wäre schön, wenn die Gäste auch noch was von dem Punsch mitkriegen können. Ich habe niemanden eingeladen. Für wen machst du dann den Punsch? Die Kartoffeln sind gleich fertig. Ja, ganz sicher nicht für irgendwelche Kacker, die ihr in mein Haus eingeladen habt. Meinst du, machen wir hier die ganze Arbeit, damit die nachher alles wegsaufen? Der Tisch ist gedeckt. Was machen die Kartoffeln? Gleich gut. Aha. Willst du etwa jetzt essen? Natürlich, du nicht. Spricht jetzt nicht euer Bundeskanzler? Ja, ich glaube schon. Willst du es gar nicht anhören? Das brauche ich nicht. Bei solchen Reden weiß ich schon vorher, was da gesagt wird. Hast du nicht damals überall rumtrompetet? Willi wählen, Willi wählen! Norwegische Immigrantenkanzler sind die Besten! Und die Leute haben ihn ja dann auch gewählt. Ich, Michael, Frisur, Bier. Das weiß ich selber. Hättet ihr das nicht getan, dann wäre dem deutschen Volk eines erspart geblieben. Man kann doch nachher nicht so tun, als hätte man mit der ganzen Scheiße nichts zu tun. Deswegen brauchen wir doch nicht tagtäglich an seinen Lippen zu hängen. Du, ich will nicht erzwungen werden, diesen Mann eines Tages verteidigen zu müssen. Du, Herr Brandt? Natürlich nur aus Anstand. Man kann ja nicht erst so tun, als wäre der liebe Gott persönlich, und dann nicht mal 5 Minuten Zeit finden, um ihm zuzuhören. Egal, was er sagt. Wenn Willi in Fahrt kommt, dann redet er den ganzen Abend. Da kriegen wir auf alle Fälle noch was mit. Naja, das ist ja nun Gottlob nicht drin, nicht mal für deinen Bundeskanzler. Also da passt der Podgorny schon auf, dass er nicht länger redet, als ihm Programm erlaubt ist. Wer passt da auf? Sag bloß, er hat es noch nie gesehen. Diese Leihgabe vom Kalmückenfernsehen. Ich weiß überhaupt nicht, von wem du sprichst. Ach, tu doch nicht so. Immer wenn was aus Bonn gesendet wird, sitzt er da. Ein ganz kleiner. Ein Kopf wie ein Ei, aber die Brille viereckig. Ach so, du meinst diese Grinsrübe. Der heißt nicht Podgorny, der heißt Novotny. Ist doch noch eine Soße. Von mir aus kann der Lech Mischinski heißen. Ein Kalmück ist der auch nicht, so viel ich weiß. Nee, ganz bestimmt nicht. Novotny ist ja auch ein typisch deutscher Name. Rabotny, Klafutski, Katapulski. Leute, die so heißen, stammen alle aus dem Schwarzwald. Als Ehefrau kann ich nur sagen, dass egal, wie der heißt. Als Ehefrau? Ja, und als Hausfrau. Weil der Herr Bundeskanzler schon deshalb rechtzeitig Schluss machen wird mit dem Reden, weil er nach Haus muss, weil er auch Hunger haben wird. Wenn man das ganze Jahr regiert hat, will man auch mal in Ruhe essen. Und Silvester ist da eine gute Gelegenheit zu. Zur Not kann ihm die Ruth ja was aufwärmen oder warm halten, wenn er doch zu spät kommt. Aber also Festtagen legt man eben als harmonische Familie großen Wert darauf, dass man gemeinsam am Tisch sitzt. Ja, genau wie bei uns. Der Kanzler ist im Übrigen gar nicht in Bonn. Er macht Urlaub. Urlaub schon wieder? Dieser Herr hat das ganze Jahr über nichts anderes gemacht als Urlaub. Wann war denn der mal schon zu Hause? Also verreisen tut er ja wirklich viel. Ja, und wir müssen es bezahlen. Das ist ja die größte Unverschämtheit dabei. Wir? Das ist aber nicht in Ordnung. Der verdient doch selbst genug. Meinst
Meinst du nicht, dass er da meistens eingeladen wird? Das gilt doch nur für den Aufenthalt. Hotel und Frühstück und so. Die Reisen müssen wir zahlen. Flugzeug, Schiff, Auto, Eisenbahn. Die Eisenbahn wäre ja nicht so schlimm. Wo er so viel unterwegs ist, hat er ja sicher eine Monatskarte. Von wem? Der hat einen Sonderzug. Muss man sich mal vorstellen. Einen ganzen Zug für einen einzigen Immigranten. Sowas hat es seit Lenin nicht mehr gegeben. Und Lenin war immerhin ein gebildeter Mann. Der hatte wenigstens eine anständige Schulbildung. Wenn der Brandt ins Ausland fährt, muss man sich ja direkt schämen als Deutscher. Ist der Brandt nicht zur Schule gegangen? Ich dachte, der hat sogar Abitur. Das glaubst du, ja. Die haben doch die Zeugnisse nachträglich gefälscht, damit sie überhaupt was zum Vorzeigen haben. Oder meinst du, die Präsidenten von den anderen Ländern würden sich sonst mit dem an einen Tisch setzen? Die sind doch groß geworden mit Tischsitten, feinem Benehmen und so. Da ist der Brandt glatt der Außenseiter. Kannst nicht mal stolz drauf sein, wenn sich einer hochgearbeitet hat? Was heißt denn hocharbeiten? Dagegen hat der Kinder was. Es gibt eben Dinge, die kann man eben nicht lernen. Du musst nicht glauben, dass ich grundsätzlich was gegen die Arbeiterklasse habe. Das wäre auch noch schöner. Dein Vater war ja schließlich auch Arbeiter. In weiterem Sinne war ich selber früher Arbeiter. Und jetzt habe ich zwei Leute unter mir und bewerbe mich trotzdem nicht gleich zum Bundespräsidenten. Fände ich aber gar nicht schlecht als Bundespräsident. Ach, was? Das musst du nicht sagen. Doch. Ich meine, vom Format her würdest du nämlich unheimlich gut auf die Briefmarken passen. Leck mich doch am... Und als mittlerer Angestellter könntest du da schon in Frage kommen. Vielleicht, aber als Arbeiter wäre mir das direkt peinlich, wenn ich plötzlich regieren müsste, wenn ich mein ganzes Leben lang genau das Gegenteil gelernt hätte. Der Arendt war auch mal Arbeiter. Und heute Arbeitsminister. Na ja, dann bleibt er ja wenigstens in der Branche. Der Leber? Früher Maurer. Heute Verteidigungsminister. Ja, meinst du, der fühlt sich wohl dabei? Maurer, der nun plötzlich Generälen Befehle geben muss? Das ist doch eine ganz ungesunde Entwicklung. Kennst du einen einzigen General, der Maurer gelernt hat? Oder Bergarbeiter? Die haben doch alle gleich als Offiziere angefangen oder mindestens als Rechtsanwälte. Beim Brandt ist es natürlich noch schlimmer. Der war ja nicht mal Maurer, der war ja nicht. Journalist, mein lieber Mann. Das ist vielleicht ein Beruf. Das sind doch lauter gescheiterte Existenzen. Wenn einer zu faul ist oder zu dumm, einen richtigen Beruf zu ergreifen, dann wird er Journalist. Aber du musst zugeben, dass der Brandt im Ausland sehr beliebt ist. Ja, eben. Macht dich das ja nicht misstrauisch, wenn ein deutscher Regierungschef bei den Ausländern beliebt ist? Wann hat's denn sowas bei uns schon mal gegeben? Also ich kann da nichts Schlimmes bei finden. Wer weiß, ob die nicht wieder Krieg mit uns anfangen würden wie früher, wenn der Brandt nicht so beliebt wäre. Warum ist der Brandt bei denen so beliebt? Weil sie gar nicht nötig haben, einen Krieg anzuzetteln. Weil unser Land jetzt von einem Weihnachtsmann regiert wird. Der schenkt denen doch alles. Das ist dumm, was? Das habe ich nicht behauptet. Für seine Verhältnisse ist er so ja schlau. Er kann ihm nicht leugnen, dass er aus dem Keller kommt. So einer lässt sich eben vom Reichtum beeindrucken. Das fängt mit dem roten Teppich an und endet im Élysée-Palast. Mit Champagner, Kaviar und silbernem Besteck. Da weiß der arme Kerl auch ja nicht, wo er die Hände lassen soll. Und dann schenkt er denen alles, was sie haben wollen. Die deutschen Ostgebiete. Ja, zum Beispiel. Ich dachte, da wohnen die Russen. Ja, eben. Aber wie kann er denen denn was schenken, wo sie sowieso schon wohnen? Ja, das ist ja gerade die Kunst. Der verschenkt sogar Sachen, die ihm ja nicht gehören. Also wenn das alles stimmt, was du sagst, dann verstehe ich auch, warum Rita und Michael sich die Rede nicht anhören wollen. Wer weiß, was er da alles wieder verschenkt. Das ist keine Suppe, das heiße Bohle. Außerdem ist sowieso nicht mehr viel drin. So, bring das schon mal nach vorn. So. Essen ist gleich fertig. Nur noch die Soße. Wie lange brauchst du noch mit deiner... Punsch. Du willst lachen? Bin auch fertig. Über die Schüssel. Hm?
Willst du denn etwa die heiße Bohle einschütten? Letztes Mal ist keine Bohle, das ist... der Scheiße! Ah. Ist doch egal, ob es Bohle war oder Punsch. Du hoppst da nicht so rum, da liegen Scherben. Mach sie fällig weg! Wenn du was verbrüht hast, dann musst du das kühlen. Oder Butter draufschmieren. In eine Glasschüssel nichts Heißes reinschütten. Nicht mal in Ruhe Putsch machen kann man in diesen Gaustall. Alle müssen an hinten und vorne stehen. Aber wir sollten erst mal essen. Gib mal die Soße hier. Hinterher sollten wir sauber machen. Nur um die Bohle ist es schade. Das ist das Wenigste. Reserven sind genug da. Er passt schon auf, dass er Silvester nicht verdurstet. Also wenn du mich fragst, ich habe das Gefühl, der ist jetzt schon betrunken. Du hast ja keine Ahnung, was in den alles reingeht. So. So. Was machst du denn da? Will mir meine Wunde kühlen. Hier am Tisch beim Essen? Das ist doch Schweinkram! Wenn euch meine Anwesenheit stört, dann müsst ihr eben in der Küche essen. Ihr habt mir die Füße nicht absichtlich verbrannt. Das weiß ich selber. Da steckt man doch nicht seine Füße rein. Ich steck nicht meine Füße rein, sondern einen Fuß. Der andere ist in Ordnung. Daraus wollen wir doch essen. Ja, aus der Schüssel? Seit wann isst man aus der Schüssel? Kann man ja gleich aus dem Topf essen. Das ist doch ekelhaft. Ja, könnt ihr eure schlechte Laune nicht mal irgendjemand anderen auslassen? Erst meckert ihr rum, weil ich Punsch mache. Denn soll ich mir ausrechnen zu Silvester die Rede von einem notorischen Sozialdemokraten anhören? Und jetzt darf ich mir nicht mal meine Brandwunden kühlen. Das ist vielleicht ein beschissener Jahresabschluss. Naja, bei dem Jahr brauchen Sie sich überhaupt nicht zu wundern. Das war überhaupt das beschissenste Jahr seit 1949. Was war denn 1949? Da habe ich geheiratet. Und das nächste Jahr wird noch beschissener. Silberne Hochzeit. Dann wollen wir erst mal essen. Die Kartoffeln sind ja wenigstens gerettet. Mir ist der Appetit vergangen. Es ist meine Schuld. Wir können nur froh sein, dass wir zum Essen keine Gäste haben. Das wäre ja noch schöner. Und schön mir noch, dass überhaupt Leute kommen an so einem Abend. Sie sind das erste Mal, dass wir Gäste haben. Außer zur Hochzeit von Rita und Michael und zur Beerdigung von Oma. Hat man noch nie richtig gegessen. Das hätte ja nicht ausgerechnet. Seit über 20 Jahren. Heute sein müssen, dass man sich so einen Feiertag durch wildfremden Pöbel versauen lassen muss. Von lauter Freunde, von Rita und Michael und von uns, Frau Surbier. Frau Surbier? Die Sozialistin? Weißt du, dass die neulich demonstriert hat? Aber doch nur gegen die hohen Preise. Und die haben die Sozis doch selbst gemacht, sagst du doch immer. Also hat Frau Surbier gegen sich selbst demonstriert. Also, soll es eine Silvesterfeier werden oder eine Tagung vom Politbüro? Unsere Leute sind ganz nette Typen. Ja, nett. Es werden genau so eine Arschlöcher sein, wie du uns bist. Kommen so Molzen und Hippies, die haben das Besteck klauen und die Wohnung demolieren. Hol mir mal ein Handtuch. Ja, beim Essen. Hast du das nicht selbst? Mit nassen Füßen? Soll ich mir einen Tod holen? Außerdem esse ich ja auch, oder wie?
Hm? Ja. Hätten wir uns ja nicht streiten brauchen, ob wir nun Fisch oder Fleisch essen. So wie deine Mutter kocht, kann man das sowieso nicht unterscheiden. Gib mir mal das Salz. Du brauchst dir wirklich keine Sorgen zu machen wegen der Leute, die wir eingeladen haben. Die sind ganz normal und sehr höflich. Einer hat sich sogar extra einen Schlips gekauft. Ja, vermutlich nur, damit man nicht sieht, dass er seinen Hals nicht gewaschen hat. So. Dann wollen wir mal sehen, was du hier zaubert hast. Hm? Mein lieber Mann, ist ja völlig versalzen. Was? Für meinen Geschmack ist es versalzen. Du willst doch nur eine Ausrede haben, falls du nachher heute Abend wieder zu viel trinkst. Versalzen. Da ist eher zu wenig als zu viel Salz am Fleisch. Er hat ja auch nachgesalzen. Was? Trockne dir wenigstens die Füße ab, wenn du hier mit uns am Tisch sitzt. Wenn ich das gewusst hätte, was hier für Tischsitten herrschen, hätten Rita und Michael ebenso guten Gastarbeiter einladen können. Zum Essen, wa? Wenn schon, denn schon. Die trauen sich ja normalerweise nicht in eine kultivierte deutsche Familie rein. Aber wenn sie dich sehen, brauchen sie keine Angst haben, dass sie sich daneben benehmen. Immerhin esse ich mit Messer und Gabel. Wenn so ein Türke hierher kommen würde, der wüsste ja nicht, was es ist. Wenn er so ein Besteck sieht, dann denkt er, hat der Arzt hier vergessen. Hätte ja nicht unbedingt ein Türke sein brauchen, die mit ihren Mikroben. Ja, Mikroben haben alle. Aber Italiener haben vielleicht nicht so viele davon. Außerdem essen die doch mit Messer und Gabel, wie normale Menschen, oder nicht? Ja, notgedrungen. Weil sich nicht wie normale Menschen von Kartoffeln ernähren, sondern weil es Nudelesser sind. Die leben ja fast nur von diesen langen Nudeln, den sogenannten Spaghettis. Sag mal, für wie dumm hältst du mich eigentlich? Glaubst du, ich weiß nicht, dass man alle langen Nudeln Spaghettis nennt? Alle nicht. Michael. Jedenfalls essen die nichts anderes als Spaghettis. Und deshalb heißen die Italiener auf der ganzen Welt auch nicht Italiener. Sondern? Ja, nicht einfach sondern, es kommt natürlich aufs Land an. Nur die Engländer sagen zu den Italienern Spaghettis, wie wir. Die Amerikaner sagen einfach Speckis. Und die Russen sagen, soviel ich weiß, zu den Italienern Spagorskis. Und die Polen Spaginskis. So kann sein, ich spreche kein Polnisch. Außerdem ist der Import von italienischen Fremdarbeitern schon vor Wochen verboten worden. Zu spät, aber immerhin. Ja, ich wollte, da irrst du dich. Italiener dürfen weiter hierher kommen, so viele wie wollen. Zu uns nach Haus? In die Bundesrepublik. Türken und Jugoslawen dürfen nicht mehr hierher kommen, aber für die richtigen Europäer sind da keine Sperren. Oh. Das stimmt. Das habe ich selbst im Fernsehen gehört. Das hat ein Minister ausdrücklich gesagt. Europäische Fremdarbeiter nehmen wir nach wie vor. Zu Dänen, Franzosen, Schweizer, Holländer und so, die dürfen alle nach wie vor. Das hätte mir noch gefehlt, wenn die Holländer mit ihren Holzpantoffeln hier rumklappern. Im Moment geht es um die Fremdarbeiter, die hier schon eingedrungen sind. Und macht es dir vielleicht Spaß, wenn du überall, wo du hinkommst, über Spanier, Türken, Italiener, Perser und andere Sonnenanbeter stolperst? Koslowski hat neulich so ja einen Beduin als Taxifahrer gehabt. Vielleicht haben sie den gerade deshalb genommen, weil er Beduine ist. Der hat sicher gute Beziehungen zu den Tankstellen. Wie kommst du denn darauf? Na klar, wenn die den schlecht behandeln. Dann ruft er einfach seinen Onkel in der Wüste an und sagt, hör mal, Emir, so und so. Schwupps, hat der Tankstellenbesitzer, kriegt er kein Öl mehr geliefert.
Hatte der einen Bonus an der Beduine oder an was hat Koslowski denn erkannt? Ja, an der Fahrweise natürlich. Die haben ja ihre Führerscheine alle in der Wüste gemacht. Aber nicht auf dem Auto, sondern auf dem Kamel. Bei Gegenverkehr greifen sie zur Maschinenpistole, weil sie denken, sie werden von einer feindlichen Karawane angegriffen. Oder von Moshe Dayan. Ja, in der Wüste ist es egal, wie sie fahren. Links rum oder rechts rum, vorwärts oder rückwärts. Da ist überall was los. Aber hier müssen sie Straßen benutzen. Wenn du so einen orientalen Stadtplan in die Hand drückst, denkt er doch, das ist ein Kreuzworträtsel. Ob ein Taxifahrer die Umwege nur absichtlich oder aus Versehen fährt, kommt er letzten Endes aufs Gleiche raus. Für uns sowieso, denn wir fahren weder Auto noch Taxi, sondern Straßenbahn. Hier geht es um das gesamte Problem und das ist ökonomisch. Das heißt, ob es nötig ist, dass in jeder deutschen Stadt, in jedem Beruf Fremdarbeiter tätig sein müssen. Müssen? Was? Du hast gefragt, ob die hier tätig sein müssen. Habe ich gesagt, die müssen. Weil ich das selbst neulich gehört habe. Wie sogar Dr. Stolzenberg das zugegeben hat. Und was der zugibt, ist richtig. Wenn der Stoltenberg nicht auf die verzichten kann, warum sagt er nicht, gut, ich nehme die alle nach Schleswig-Holstein. Das wird ein Gastarbeiterland. Da sind die dann alle unter sich und können machen, was sie wollen. Hauptsache, die arbeiten. Ja, Schleswig-Holstein ist ja auch groß genug. Die Italiener kriegen dann Hamburg, die Türken Kiel, die Perser Husum, die Spanier Flensburg und so weiter und so weiter. Nur die Insel Sylt wird reserviert für die deutschen Unternehmer. Da wohnen die doch sowieso schon. Das habe ich jedenfalls mehrere Male gelesen. Ja, umso besser, dann gibt es wenigstens kein Vertriebenenproblem. Von da aus können die dann auch prima kontrollieren, ob auf dem Festland tüchtig gearbeitet wird. Ja. Rosa Luxemburg persönlich. Du kannst doch nichts mehr sagen, ohne dass er mit seinem Klassenkampf anfängt. Doch. Wenn keiner mehr was ist, dann räume ich jetzt ab. Ich muss noch dekorieren. Was willst du dekorieren? Das soll doch alles ein bisschen bunt und lustig aussehen. Ja, wozu haben wir denn einen Weihnachtsbaum? Ist doch eine Silvesterfeier, nicht mehr Weihnachten. Erst wird die Küche sauber gemacht. Dann werde ich euretwegen noch mal einen Punsch ansetzen. Also ich glaube nicht, dass die Leute so spät am Abend noch so heiße Sachen trinken wollen. Wenn einer erkältet ist, dann vielleicht, aber so will einer vielleicht einen Schnaps trinken, der andere Bier oder Wein. Ich bin ja kein Restaurant. Hier wird getrunken, was auf den Tisch kommt. Heute ist Silvester und da gibt's mir jetzt noch Punsch. Schluss, aus, basta. Soll ich helfen in der Küche? Punsch können nur Experten machen. Dich habe ich doch gar nicht gefragt. Aber wenn Punsch nur von Experten gemacht werden kann, wieso machst du denn dann welchen? Den brauchen wir jetzt wenigstens nicht mehr abzuwaschen. Wie viel ist eigentlich die Uhr? Wir haben noch Zeit. Ich bin richtig aufgeregt. Hoffentlich klappt alles. Ja, solange ich hier bin, klappt's. Hauptsache, du betrinkst dich nicht wieder so furchtbar. Nach der Hochzeit von Kosciowski. Nee, Kotomanski. Da mussten wir dich ja zu dritt ins Bett tragen. Ja, tragen ist gut. Getreten und geschubst habt ihr mich. Überall hatte ich blaue Flecken. Und nur, weil du noch mal aufgestanden bist und dann bist du die Treppe runtergefallen. Was ist denn das? Rum. Was soll denn das? Willst du etwa noch Fernsehen heute? Also, ja, würde ich gerne, aber es gibt ja nichts mehr. Das Einzige, was ich gern gesehen hätte, ist schon vorbei. Raub der Sabinerinnen. Das muss ja auch nicht sein. Ich verstehe überhaupt nicht, dass sie ausgerechnet heute sowas zeigen. Wieso, kennst du schon? Natürlich nicht, aber der Titel sagt doch wohl alles. Raub der Sabinerin. Oder sind das keine Frauen? Doch, Sabinerinnen sind Frauen. Oder waren Frauen. Na bitte, tot. Tot, oder? Schon lange. Na, was ich sage. Entführung, Geiselmitnahme und dann Mord und Totschlag. Und wer weiß, ob die nicht auch gezeigt haben, wie vorher alle vergewaltigt worden sind. Vorm Raub? Vor?
Nein, hinterher, vorm Totschlagen. Ja, das habe ich nur wegen deinem blöden Essen verpasst. Für einen, der sowieso weiß, was die bringen, studierst du das Programm aber ziemlich gründlich. Denn eine Programmzeitschrift hat man ja nicht, um zu lesen, was man sehen will, sondern um zu lesen, was man nicht sehen will. Außerdem will ich nur nachsehen, ob unsere Nationalhymne vor 12 oder nach 12 gespielt wird. Ob was gespielt wird? Unsere Nationalhymne. Hast du vermutlich noch nie gehört. Ja, typisch, wenn man nur die internationale auswendig gelernt hat. Deutschland, Deutschland, über alles. Ah, kenne ich doch. Jedenfalls die Melodie, die habe ich noch nicht beim Fußball gehört. Pass auf, was du sagst, Freundchen. Doch ehrlich, ich finde das eine unheimlich dufte Nummer. Ich wusste auch gar nicht, dass der Text so modern ist. So modern? Ja, dass er gleich für die Bundesrepublik und die DDR mit ist. Das Deutschlandlied? Ja, hast du denn nicht gerade eben zweimal Deutschland gesungen? Deutschland, Deutschland. Willst du mich verscheißen? Weißt du, Ignorant, überhaupt, was das bedeutet, eine Nationalhymne? Mit dieser Melodie auf den Lippen sind schon Millionen gestorben. Na, dass Leute dabei sterben, beweist ja nun nicht gerade, dass eine Melodie schön ist. Ja, wenn man früher diese Melodie gespielt hat, dann sind den Leuten die Tränen in die Augen getreten. So ergriffen waren sie. Wegen dem Text oder wegen der Melodie? Spürst du denn Janusz dabei? Doch, schon, aber nicht mit dem zu vergleichen, was ich bei anderen Gelegenheiten spüre. Du bist ein richtiger Schwein. Er soll an sein Land denken und er denkt an seine Lenden, die Sau. Naja, aus deutschen Lenden frisch auf dem Tisch. Naja. Was haben die aus unserem schönen Deutschland gemacht? Da spielt man natürlich auch keine Nationalhymne mehr. Weil es ein Saustall, weil es ein festlicher Augenblick ist. Deshalb heißt sie auch Hymne. Das stimmt. Ja, das hat ja nichts damit zu tun, ob es nun Deutsch ist oder irgendwas anderes. Wenn heute irgendwo eine neue Nation gründet, dann lässt er sich als erstes eine Nationalhymne komponieren. Weil es ohne Hymne gar nicht mehr geht. Weil man sich sonst international gar nicht behaupten kann. Und glaubst du, wenn ein Staatsmann zu Besuch kommt und der schreitet die Front ab, da kann man ja nicht einfach spielen, Fuchs, du hast die ganze gestohlen oder so. Das muss was Feierliches sein. Dabei muss man den Hut abnehmen können. Sogar die Kommunisten machen das. Alfred steht sogar auf, wenn die Hymne gespielt wird. Auch wenn er ganz allein im Zimmer ist. Ist was dabei? Bei ihm fällt das ja auch nicht so auf, ob der nur steht oder sitzt. Wenn man keine sachlichen Argumente mehr hat, du Sau, dann geht es nur mit persönlichen Diffamierungen. Mr. Juso! Und wenn ich dir dieses Fläschchen über deine Omme ziehe... Das ist die letzte Flasche rum. Ich soll mich dafür entschuldigen, dass ich einem Symbol unseres Staates die letzte Ehre erweise. Dass ich der Letzte bin, der diesem Symbol unseres Staates... Dass ich diesem letzten Symbol unseres Staates, das noch intakt ist, respektiere. Ist das nicht alles schön sauber geworden? Am besten, wir lassen ihn jetzt in Ruhe, damit er sich konzentrieren kann. Ja, wenn wir noch dekorieren wollen, müssen wir jetzt anfangen. Umziehen muss ich mich ja auch noch. Ach, nee, umziehen. Hast du dich heute mal mit der Jammer, du hättest nicht anzuziehen? Hatte ich auch nicht. Was ist mit dem Hochzeitskleid? Das ist doch fast 25 Jahre alt. Ich rede nicht von einer anderen Hochzeit, nicht von unserer, von deren Hochzeit. Das war eine andere Hochzeit, aber dasselbe Kleid. Ja, da kannst du mal sehen, was Qualität ist. Ja, aber bei Ritas Hochzeit ist es geplatzt. Ja, weil du zu dick geworden bist, dann kannst du dem Kleid dir nicht die Schuld geben. Na, auf alle Fälle hat Frau Surbier mir ein Kleid geliehen. Ein rotes, wa? Nee, ein blaues. In einer Stunde kommen die Gäste. Deine Gäste können mich mal am Arsch lecken. Das kann bestimmt ganz lustig sein, wenn man die richtige Musik dazu macht. Wenn diese Sau eines Tages mal mit dem Beil im Hirn aufwacht, dann war ich das. Du lass dich doch nicht aus der Ruhe bringen. Es ist Silvester. Da macht man
man eben hin und wieder einen kleinen Scherz. Mach du hier in Ruhe deine Bowle. Wir gehen. Das ist Punsch, du dusselige Kuh. Punsch, Punsch, Punsch. Wollt ihr nur eure Platten spielen heute Abend? Nein, wir haben uns noch welche geliehen. Warum? Ja, ich dachte nur, dass es nicht nur so moderne Sachen sind wie Paul Kuhn oder so. Falls dein Vater... falls dein Vater auch mal tanzen will. Papi, tanzen? Das habe ich ja noch nie gesehen. Was denn? Krakowiak. Auch Krakowiak. Aber das lässt er sich zum Schluss... Nee, der tanzt ein Tango. Ich kann dir sagen, da kriegt man eine Gänsehaut. Da wird man als Dame ganz weich in den Knien. So, Tango haben wir da. Nun lass doch die Platten. Erstmal müssen wir hier fertig werden. Ich muss mich doch noch umziehen. Ja, geh ruhig, wir schaffen das schon alleine. Ist ja auch fast fertig. Ach, schön sieht das aus. Die Gäste werden sich freuen. Ganz bestimmt. Ich wollte nur Bescheid sagen, unsere Mädels ziehen sich um. Ja, damit ist das Vaterland auch nicht mehr zu retten. Ist dein Punsch denn schon fertig? Hast du gesagt, soll mich umziehen? Nee. Gesagt, unsere Mädels ziehen sich um. Wo? Oben. Wer ist oben? Deine Frau und meine. Also. Willst du mal von meinem Punsch kosten? Tja, wenn du was entbehren kannst. Ja, kann ich nicht. Aber ich gebe dir trotzdem was ab. Weil er irgendwie mit mir verwandt ist, juristisch jedenfalls. Komm schon. In so harten Zeiten muss man zusammenhalten. Gib mal mein Glas, wo ich gerade stehe. Ja, viel ist ja nicht mehr drin. Na? Klasse! Was ist denn das für ein Rezept? Möchtest du auch einen Becher Punsch? Hast mir doch gerade einen eingeschenkt. Ach so, ich hab mich schon gewundert, warum mir Top so leer ist. Gar nicht gewusst, dass du so ein Säufer bist. Das ist gut, wa? Altes Familienrezept. Geheim. Psch. Mein Großvater hat den Rum noch selbst gebrannt. Was ist denn da sonst noch drin? Ich meine, außer rum. Ja, nichts, das ist ja das Geheimnis. Hast du gesagt, ich soll mich umziehen? Nö, bist du prima so, wie du bist. Ja? Noch ein? Gern. Nimm dir. Thank you.
Hauptsache, ich bin nicht betrunken, wenn die Gäste kommen. Sag mal, hast du einen Spiegel abmontiert? Spiegel? Einer von diesen Türen war ein Spiegel. Der ging sogar bis runter. Hier in der Küche? Wir befinden uns in der Küche. Sieht so aus. Ja, da hast du mal recht. Komm mit. Aber hey, einen schenken wir uns so ein, ja? Ja, komisch. So. Toll. Wirklich? Schatten Tetzlaff, ich bin der Gastgeber hier. Erkennst du mich nicht mehr? Ich bin es doch. Else, deine Frau. Tatsächlich. Mein lieber Mann, hast du in meinen Spiegel geguckt? Mutti sieht wunderschön aus. Echt prächtig. Gefällt es dir nicht? Ja. Das ist von Frau Surbier. So, sieht aus wie von Sarasani. So was trägt man jetzt in Paris. Ja, in der Geisterbahn, um die Leute zu erschrecken. Zieh ich mich eben wieder um? Wenn's dir nicht gefällt. Du behältst das an. Papi hat doch keine Ahnung. Guck mal an, wie der hier rumläuft. Ach, und du sollst dich auch umziehen. Oh. Au! Du freust dich, wenn ich mich schön mache. Vielleicht war das nur der erste Schock. Alle Fälle siehst du ganz anders aus. Du hast mich ja kaum erkannt. Nee, nur erschrocken. Das ist ein Tango. Meinst du, du kannst es noch tanzen wie früher? Warum nicht? Na? Komm schon! Wohin? Tanzen! Tango tanzen! Ich jetzt hier? Natürlich. Ja, mit wem? Mit mir! Muss es sein? Kannst du nicht mehr? Doch schön, aber später spielen. Ach, später, denn werden immer Nationalhymnen gespielt oder wir müssen Blei gießen. Ach, komm doch! Hey, bitte. Und eins und zwei, zack, drei und ja. Ja, du musst nur nachher aufpassen, dass niemand denkt, du bist eine Rakete, sonst will er dich anzünden. Ja. Wenn einer mit einem Streichholz kommt, kriegt er was auf die Finger. Jawohl. Und eins und zwei, ja. Sag mal,
Bank.